Es war vor 3 Jahren, genau hier auf meiner Veranda, wo ich an einem Samstagnachmittag saß und die Zeitung las, während ich auf meine Frau wartete. Gerade war ich vertieft in einen Artikel über einen Unfall mit Fahrerflucht. Da bemerkte ich einen dunklen Fleck am Rande meines Sichtfeldes. Ich blickte auf und sah, dass da ein großer, zotteliger Hund im Eingang zu meinem Vorgarten stand. Es sah gerade so aus, als würde er warten, dass ich ihm die Erlaubnis gebe, mein Grundstück zu betreten. Ich wusste nicht, wie lange er da wohl schon stand und ob ich ihn fortjagen sollte. Doch noch ehe ich zu einem Entschluss kam, hob er seine Nase einen Moment und setzte sich in Gang und trottete auf mich zu. Ich betrachtete das wundersame Tier mit dem dunkelbraunen Fell, das ihm sogar die Augen zu verdecken schien. Als er aber näher kam, sah ich, dass er auch ohne nicht hätte viel sehen können. Der Hund war fast blind. Aus der Tatsache seiner Blindheit heraus und wie er gemütlich auf mich zutrappelte, schloss ich, dass er wohl nicht gerade vorhatte, mich anzugreifen. Und ich sollte Recht behalten. Mit der Vorderpfote erst vorsichtig tastend, erklomm er die ersten 3 Stufen der Veranda. Erneut reckte er die Nase in die Luft und schnüffelte schließlich auch an mir, der still in seinem Stuhl saß, um den Hund nicht mit einer plötzlichen Bewegung zu erschrecken. Und schließlich legte der Hund sich vor meine Füße, so als sei es das Normalste der Welt. »Na Kumpel, was führt dich hierher?«, fragte ich, als ich mich vorsichtig nach vorne beugte, um den Hund zu streicheln. Er antwortete mit einem müden, halbherzigen Schwanzwedeln, ließ die Berührung aber zu. Sein Fell war stumpf, machte aber auch nicht den Eindruck, als wäre er schon lange auf sich gestellt. Dennoch musste er von weiter weg kommen, glaubte ich, da ich ihn hier in der Nachbarschaft noch nie gesehen hatte. »Du kannst sicher was zu trinken vertragen«, stellte ich fest, als er vor sich hin hechelte, und ich stand auf, um ihn eine Schüssel mit Wasser zu holen. Er selbst machte dabei keine Anstalten, sich zu bewegen, und ich musste vorsichtig einen Schritt über ihn hinweg machen. Er hob nicht einmal den Kopf. Da ich selbst noch nie einen Hund besessen hatte, war ich schlecht für diese Art von Besuch ausgestattet. Also nahm ich einen leeren Becher, der einmal mit Supermarkt-Kartoffelsalat gefüllt war, und begann diesen auszuwaschen, als ein vertrautes Motorengeräusch sich näherte. Es war Denise, die gerade aus der Stadt zurückkam, jedoch später als sonst, da sie nach der Arbeit noch in die Werkstatt wollte, weil der Wagen ein schleifendes Geräusch von sich gab. Ich tippte darauf, dass es das Radlager war, das das Geräusch seit wenigen Tagen verursachte, aber ich war kein Experte. Ich hörte, wie Denise einparkte und kurz darauf das Öffnen der Tür, dem dann jedoch ein Schrei folgte. Auf der Stelle ließ ich alles stehen und liegen und rannte nach draußen, um ein Horrorszenario fortzufinden. Der zottelige Hund, der gerade noch friedlich auf den Holzdielen lag, hatte seine Fänge in den Unterarm von Denise gebohrt und schien nicht willens, diese allzu bald wieder loszulassen. Das Blut floss in Strömen und Denise kämpfte immer panischer. Als sie schließlich hinzustieß und den Hund im Genick packte, um ihn dann von Denise zu trennen. Dieser wehrte sich aber knurrend und verbiss sich nur noch mehr. Nachdem ein Schuss ertönte, sank der Hund leblos zu Boden. 2 Polizisten näherten sich nun, während ich versuchte, Denise stark blutenden Arm notdürftig mit meinem Shirt zu verbinden. Ich hörte, wie einer der beiden einen Krankenwagen anforderte, der Denise wenig später ins Krankenhaus brachte. Es stellte sich heraus, dass die beiden Polizisten nicht zufällig hier waren, sondern wegen Denise kamen. Sie war zusammen mit unserem Auto auf der Dashcam eines verunglückten Wagens zu sehen. Abgelenkt von etwas kam sie auf die Gegenspur
schien das Steuer aber wieder rumzureißen und das Auto wieder unter Kontrolle zu bekommen. Der Wagen, von dem aus gefilmt wurde, kam bei dem Versuch auszuweichen selbst ins Schleudern und überschlug sich, während es die Böschung herabrollte. Berichten zufolge saßen in dem Auto 4 Insassen. Eine ältere Dame, die sofort tot war, ihre beiden Enkel, von denen nur einer schwer verletzt überlebte, und ein brauner, zotteliger Hund, der an der Unfallstelle nicht zu finden war.